Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und auch heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar möchte ich heute ausnahmsweise mal ein Buch vorstellen, was es so auf meinem Kanal eher weniger gibt. Und zwar möchte ich euch heute dieses wunderschöne Kinderbuch aus dem Dragonfly Verlag vorstellen. Das habe ich von der HarperCollins Verlagsgruppe als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen und habe dieses Buch auch schon gelesen, sonst würde ich es nicht rezensieren. Von Sarah Horn, Ein Panda zieht ein. Und ich finde ja schon das Cover sehr, sehr ansprechend und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch angefragt habe und weil ich wieder auf der Suche nach einer Lektüre war, die ich gemeinsam mit meinen Kindern lesen kann. Und da wir aber zurzeit ein anderes Buch, das ich vom Verlag auch zugeschickt bekommen habe, gemeinsam lesen, das werde ich euch auch noch kurz vor Dezember rezensieren, habe ich dieses Buch aus Rezensionszwecken alleine schon mal vorgelesen und ich muss euch sagen, ich habe es an einem Abend weggesuchtet. Das hatte ich bei einem Kinderbuch noch gar nicht. Es ist einfach eine wundervolle Geschichte. Sie hat mir so, so gut gefallen. Sie ist herzallerliebst. Mir haben alle Charaktere so, so gut gefallen. Ich mochte den Erzählstrang der Geschichte. Wir haben hier relativ kurze Kapitel mit wunderschön illustrierten Seiten. Also der Zeichenstil ist auch super, super hübsch. Also wenn ihr Kinder habt, dann müsst ihr auf jeden Fall euch dieses Buch zulegen. Also ich freue mich schon, das meinen Kindern vorzulesen. Ich hatte das noch nie, dass ich ein Kinderbuch nicht weglegen konnte, weil es so, so gut geschrieben war. Ich habe den Schreibstil gemocht, total easy, aber mit Witz und Humor und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Zeichnungen sind auch von Sarah selbst gezeichnet. Es hat alles, was ein Kinderbuch haben muss. Es hat nicht allzu lange Kapitel, hat diesen, wie soll ich sagen, diesen Sog. Und ich fand die Geschichte so, so toll. Und in diesem Buch geht es um diesen Panda hier. Und zwar ist das Pudding. Dieser Panda heißt Pudding und lebt in einem Zoo. Und ja, dann kommt eines Tages der Tag, an dem Panda leider wieder nach China zurück muss. Denn Panda soll Babys bekommen, solange sie das noch kann. Und das gefällt ihr natürlich gar nicht. Und so tut sie von einem Tierpfleger, der ihr immer das Futter bringt, der lässt, glaube ich, seine Uhr zurück. Und so bekommt sie eine Nachricht von einem Jungen, dass er unbedingt Hilfe braucht. Ach so, was ihr noch wissen solltet. Pudding liebt Mary Poppins und will auch schon lange mal in eine Familie, in der sie gebraucht wird und wo sie Unterstützung geben kann. Und ja, dann kommt es so, dass sie eine E-Mail auf dieser Uhr bekommt von einem Jungen, der unbedingt Hilfe braucht, denn seine Eltern haben sich ganz blöd verstritten. Er hat auch leider keine Freunde mehr, denn sein bester Freund musste umziehen und für ihn hat so das Leben gerade gar keinen Sinn. Und das nimmt sich Panda sehr zu Herzen und ganz komischerweise ist dann auch die Gehegetür offen und sie verschwindet zu dieser Familie, um sie zu unterstützen. Und wie das alles dann dort passiert, ist einfach nur himmlisch. Ich habe es geliebt. Es war eine wundervolle Geschichte. Und wie gesagt, wenn ihr Kinder habt, dann müsst ihr dieses Buch unbedingt mit denen gemeinsam lesen. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Und ehrlich gesagt, auch wenn ihr keine Kinder habt und selber gerne Kinderbücher lest, dann ist das wirklich ein gefundenes Schätzchen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so nicht aufhören könnte, dieses Buch zu lesen, aber es hat mich einfach so gefesselt. Es ging einfach nicht. Ich konnte das Buch nicht mehr weglegen und das hatte ich bei einem Kinderbuch noch gar nicht. Ja, ich wollte euch dieses Buch kurz vorstellen. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr Kinderbücher lest, ob ihr selber vielleicht Kinder habt. Das würde mich mal interessieren. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Mich würde sehr interessieren, wer von meinen Abonnenten eigentlich Kinder habt. Schreibt mir das doch in die Kommentare. Und vielleicht können wir uns da das ein oder andere Kinderbuch noch empfehlen. Ansonsten aus dem Dragonfly Verlag, schaut es euch auf jeden Fall an. Wundervolle Kindergeschichte, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns ganz bald bei meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!